Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals als Podcast kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer ab einem Dollar im Monat. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen, wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat. Hallo und herzlich willkommen zum 94. Retro-Kompott-Stammtisch. Heute Abend sind mit dabei der Ingo. Ja, hallo, einen schönen guten Abend wünsche ich euch alle. Der Axel. Guten Abend zusammen. Die Miriam. Einen schönen guten Abend von mir. Der Danny. Moin Moin. Marcel. Einen schönen guten Abend, hallo. Der Bernhard. Hallo, servus. Der Arne. Hallo. Und der Hex. Auch von mir einen wunderschönen Abend. Ja, natürlich, mich darf ich dann natürlich nicht vergessen. Und der Christian ist auch dann mit von der Partie. Ja, dann möchte ich mal anfangen. Ich möchte mich aber allen Hörern entschuldigen, dass ich letzte Woche die Aufnahmen teilweise kaputt gemacht habe, weil ich die Vorhörfunktion meines Soundboards benutzt habe. Und sie bei euch zwar hier live nicht angekommen ist, aber in meiner Aufnahme. Und die Aufnahme benutzt wurde zum Veröffentlichen des Stammtisches. Ich habe daraus gelernt, ich werde das Soundboard heute nicht anfassen und nicht benutzen. Was ist denn passiert? Mir hat das sehr gut gefallen und es waren fast die besten Stellen des Stammtisches. Was ist denn passiert? Erklär mal kurz, bitte. Ja, normalerweise hast du ja das Soundboard und kannst dann so Geräusche einspielen. Das Ding hat eine Vorhörfunktion. Ja. Ja, die Vorhörfunktion, dachte ich, nur ich höre die, weil ihr euch auch nicht beschwert habt zwischendurch, weil bei euch kam das auch nicht an. Aber das ist in Teamspeak irgendwie so verbandelt innerhalb der Plugin-Schicht mit der Aufnahme, dass diese Vorhörfunktion, alles wenn ich mal Audio neue Samples da reingestellt habe, leider bei mir in der lokalen Aufnahme vom Stammtisch gelandet ist. Das heißt, du hast dann da so Blödsinn gemacht? Und genau, ich hab neue Samples hinzugefügt, mal geguckt, oh, das ist zu laut, das mache ich ein bisschen leiser, wieder die Vorhörfunktion gemacht, das ist alles in der Aufnahme gelandet. Genau, und Patrick hat das schon musikalisch unterlegt. Ich hoffe, keine unerschönlichen Geräusche. Ja, Patrick hat über Kölsch gesprochen und dabei das Lied des toten Soldaten. Ja, das war so. Das war Zufall, das war reiner Zufall, das war nicht beabsichtigt. Im letzten Stammtisch war das. Also, letzte Woche, ja. Letzte als Woche. Ich muss das noch mal hören. Hatte. Über wollen was mal ganz, wir denn heute? Wollen wir mal ganz ungewohnt anfangen? Was haben wir gespielt? Mal gucken, wie lange wir es durchhalten. Nein, bitte nicht. Ich muss mal die Liste zusammenstellen. Ich habe Montezumas Revenge gespielt, habe den dritten Level noch geschafft und bin im vierten kläglich gescheitert. Liegt hoffentlich nur an meinem Auge und nicht an meinen alten Knochen. Auf welchem System ist das? C64. Ah. Ein sehr schönes Spiel. Habe ich als Kind schon sehr gerne gespielt. Habe es auch, glaube ich, bis Level 10 geschafft. Aber heute habe ich es nicht über Level 4 geschafft. Das habe ich auch geliebt, das Spiel. Das ist toll. Ja, finde ich auch super mit Panama Joe. Kann ich also auch nur jedem empfehlen. Ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Ist das ein Jump and Run oder ein Action-Adventure? Oder? Ja, wie kann man das? Ist so. Ich würde sagen, das ist ein Jump and Run. Ja, ein Jump and Run, ja. Aber so ein One-Screen, also du das scrollt nicht, du spielst immer von Bildschirm zu Bildschirm und du gehst nach oben und nach unten, du musst so durch so eine, ja, durch so eine Maya-Pyramide musst du dich ja durch von oben nach unten quasi. Genau. Da ist doch so eine Mischung aus Pitfall und hier, wie heißt das andere, Monty on the Run, oder so in die Richtung geht das doch, oder denke ich da jetzt an das falsche? Ja, du musst Schlüssel sammeln, du musst auch Schwerter sammeln, um Gegner dann Türen öffnen in der dementsprechenden Farbe. Sehr viel Geschicklichkeit und Timing. Da gibt es so, gibt's dann auch so Passagen, wo man dann ganz genau getimed dann irgendwie durch den Raum durchspringen muss, weil da so Plattformen sind, die immer wieder verschwinden. Und wenn man da zu langsam ist, dann fliegt man in die Schlangengrube oder ins Feuer oder irgendwas in der Art. Ach, gerade ja, so gegoogelt, ja klar, habe ich gespielt, aber nicht verstanden als Kind. Das ist sehr, sehr alt. Das ist, ich meine 84, oder? 84 auf dem C64, aber ich glaube, es ist von 83, weil es wurde, glaube ich, für den Atari 400 damals rausgebracht. Von Parker Brothers ist das Spiel. Also von der großen Firma, die auch Brettspiele gemacht hat. Laut Wikipedia 83, ja. Oh, okay.
Scheint aber auch nicht länger zu sein, im Gegenteil, noch kürzer als Golden Axe. Ich habe einen Longplay gefunden, das geht unter 8 Minuten. Dann war der aber echt gut und kennt jeden Winkel. Ja, die Longplays sind ja auch zusammengeschnitten. Ich habe mal, wen hatten wir auf der Messe? War das Schlauchi? Auf der Gamescom habe ich den getroffen, der macht auch so Longplays. Und sagt, ich habe ihn mal gefragt, sag mal, wie spielt ihr das eigentlich? Doch bestimmt mit Safesets und Co. und allem. Und sagt er, ja, natürlich. Wir haben da spezielle Emulatoren für. Und das wird auf jeden Fall mit der Safe States gespielt und am Ende dann zusammengeschnitten. Also das würde es aussehen, als wäre es ein Durchlauf, weil die Spiele sind ansonsten so hammerschwer, dass man das zum Teil gar nicht so schaffen kann. Das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Wie heißt das nochmal, wenn du dein Video quasi oder dein Spiel immer in so Sekundenabständen durchlaufen kannst, um dann quasi schwere Stellen zu erreichen? Da gibt es doch irgendeinen Begriff für. Ja, der fiel mir eben auch nicht ein. Ja, mir fällt der immer noch nicht ein. Auf jeden Fall bei einem meiner Lieblingsspiele, VVVVV, gibt es eine Stelle, wo du quasi über mehrere Ebenen fliegen musst und dann halt dementsprechend lenken. Und das habe ich bis heute nicht geschafft und habe mir dieses Longplay angeguckt und der fliegt da mit einer Geschmeidigkeit durch, dass mir die Augen aus dem Kopf fallen. Und habe dann halt auch rausgekriegt, dass das mit dieser Methode dann auch gespielt wurde. Und das war dann doch schon enttäuschend. Der Robin ist dazu gestoßen. Ja. Hallo. Hallo, Robin. Entschuldigung, hallo, Robin. Moin, moin. Ich muss ja immer in Deutschland Karten bleiben. Ja. Time Assisted? Was? Wie heißt das? Time Assisted. Time Assisted. Aber würde ich sagen, nö. Ich kann jetzt nicht ich sagen, jo, das ist. Ich mal gerade das Video, weil es hat mich, also ich habe Tool Assisted, nicht Time Assisted, oder? Tool Assisted heißt nur generell, du hast irgendwelche Hilfen benutzt, ja. Ja, genau. Game Stutters? Ach nee, Quatsch, falsch. Nein. Ihr meint diese Programme, die in der Emulation nahtlos im Frame da weitermachen, wo du aufgehört hast? Genau, und dass du auch jederzeit, so ich sag mal, im 5-Sekunden-Takt zurückspringen kannst. Nach dem Motto, nicht geschafft, 5 Sekunden zurück, nochmal 5 Sekunden zurück. Und die perfekten Emulatoren haben das sogar dann so perfektioniert, dass die Aufnahme, das, was aufgenommen wurde, wo du halt diesen Teil nicht schaffst, auch verworfen wird. Das heißt, du hast am Ende schon ein fertig zusammengeschnittenes Video, was aussieht, als wäre es ein perfekter Durchlauf. Genau. Ja, das ist ja bei vielen von den Walkthroughs benutzt worden oder wird es immer noch. Genau, Tool-Assisted Speedrun müsste das sein. Also das sind halt die, wo es wirklich perfekt um jeden Millimeter quasi abgekürzt ist, der Durchlauf, oder? Ist das das? Genau, wo sie auch im Prinzip die Speedruns hinbekommen, auch auf eine Sekunde besser als der vorherige. Dann spulst du halt nochmal wieder 3 Sekunden zurück und dann schaffst du nochmal die 0,2. Ja, aber das ist doch Schmuh. Ach Quatsch, das gibt's doch. Nein, das ist alles total fair. Nein, das finde ich nicht schön. Mich verstört das auf ganz vielen Ebenen. Ich finde das auch blöd. Re-Recording heißt das auch. Der WinUI hat das nämlich, Re-Recorder. Ich habe es aber noch nie wirklich ans Laufen gebracht, weil es auch irgendwie an gewisse Limits gebunden ist. Ich glaube, nur Amiga 500 nackt oder sowas ähnliches. Die Standardeinstellungen sind nämlich, alle 5 Sekunden macht er wahrscheinlich so einen Snapshot, so ein Puffer ist das. Ich glaube, die sind auch im RAM dann hinterlegt. Die werden nicht immer auf Festplatte geschrieben. Und die Anzahl von Puffer sind 100. Also du kommst 100 mal 5 Sekunden dann zurück. Und das ist auch in den Optionen für die Videoaufzeichnung ist das hinterlegt. Also ich bin jedenfalls total stolz, dass ich das Super Graviton bei diesem Spiel ohne irgendwelche Hilfsmittel geschafft habe. Und zwar auf der Pandora. Das war echt schwer. Ja, man muss auch sagen, diese Save States sind ja auch ein wahnsinnig wirkungsvoller Cheat. Auch wenn es einem dann selbst nicht so auffällt, weil man sich denkt, man hat ja eh alles geschafft. Aber es ist einfach so unwahrscheinlich, dass man das quasi in Natura ohne Hilfsmittel zusammengebracht hätte. Und deswegen ist es halt doch, also macht es halt aus einem schwierigen Spiel plötzlich ganz ein einfaches Spiel. Sonst hätte ich zum Beispiel Prince of Persia wahrscheinlich nie so leicht durchgeschafft. Ja gut, aber du stellst es ja nicht öffentlich oder online. Und wenn ich jetzt ein Video wie eben dieses VVVVVV durchspiele und ich dann eben diesen Cheat oder was auch immer benutze, dann ist das ja irgendwie total witzlos. Also für mich persönlich, wenn ich irgendwas unbedingt durchspielen möchte und ich schaffe diese eine Stelle nicht, dann ist das für mich in dem Moment okay. Aber wenn ich sowas dann öffentlich stelle, dann finde ich es irgendwie schon wieder albern. Ja, ich finde diese Tool-Assisted Speedruns, die sind ja auch schon wieder so eine Art eigener Sport. Also da geht es ja dann auch gar nicht darum, dass man sich rühmen kann, dass man es durchgeschafft hat, sondern nur wie schnell oder wie gut man eben
die Abkürzungen und die Jumps durch die Levels timed, damit man das halt wirklich schneller schafft als jemand anderer. Also das ist halt dann schon wieder eine Ebene anders, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, also mir wird es halt auch keinen Spaß machen. Aber ich finde halt nur mit diesen Save States, man kann es halt wirklich übertreiben. Und es ist so wie mit Speichern bei klassischen Spielen. Also wenn man mal damit anfängt, also ich habe zum Beispiel ohne Save States, aber halt auf klassischen Amiga, dieses Elvira-Rollenspiel einmal durchgespielt für den Amiga. Und da auch an jeder Ecke gespeichert und immer wieder zurück und nochmal so lange, bis man möglichst ohne Energieverlust den Gegner besiegt hat und dann sofort wieder speichern und dann von dort weiter. Das habe ich bei Silent Hill gemacht, ja. Aber es war auch echt schwer. Also schwerste Stufe habe ich damals genommen, ja. Es ist halt dann auch, ich weiß nicht, also da ist man dann eher so in diesem Modus drin, dieses Ritual beizubehalten, als dass man das Spiel wirklich genießt, sondern man versucht einfach nur, es ist so ähnlich, finde ich, wie Grinden. Also man versucht halt irgendwie diese Perfektion zu schaffen und das ist dann so mechanisch und weniger eigentlich spielen. So. Das kommt drauf an, weil manchmal hing es ja davon ab, welches Ende du bei welchem Spiel gekriegt hast. Und wenn du natürlich ein spezielles Ende haben willst, dann musst du quasi viel speichern. Das stimmt natürlich, ja. Und es gibt seid ihr auch solche Schisshasen? Ich habe das bei Resident Evil oft gemacht, dass ich dann immer wieder zurückgegangen bin und gespeichert habe. Also ich habe das so, dass ich dann in einen neuen Raum komme und dann den schaffe und dann, bevor ich überhaupt in den nächsten Raum gehe, erstmal wieder zurück und speichern, solche Sachen. Das meinst du, das ist für mich sowas wie Grinden auch, ja. Naja, eher direkt beim nächsten Speicherpunkt sofort wieder speichern. Also so habe ich das dann gemacht. Ich bin nicht extra zurückgelaufen, sondern ich habe dann den nächsten Speicherpunkt gesucht. Und also ich bin in manchen dieser Spielen echt dann stundenlang immer wieder zurückgelaufen. So Metroid passt gut. Super Metroid oder so, ne? Da ist es ja oft so, dass wenn du in einen neuen Bereich kommst, dann findest du erstmal einen Speicherpunkt. Und oft bin ich dann in dem Spiel, weil ich damals so ein Schisshase war, doch wieder ganz zurückgegangen, um dann in dem alten Speicherpunkt wieder zu speichern, damit ich auch ganz sicher bin. Und dann wieder ganz nach vorne, um dann rauszufinden, dass zwei Räume weiter ein neuer Speicher kommt. Aber man weiß es ja nicht, wann sie kommen, ne? Bei den alten weiß man zumindest, wo sie sind. Also, ja, Tomb Raider. Das ist schon komisch. Tomb Raider 1 auf der PlayStation 1. Was habe ich diese Speicherkristalle gehasst? Was habe ich sie einfach gehasst? Weil da war es genauso. Du wusstest nicht, wann der nächste kam, aber es kam noch schlimmer. Du konntest sie einmal benutzen, dann war dieser Speicherpunkt verbraucht. Ja, und dann versuchst du halt andere Sachen erst noch schnell zu machen, stirbst bevor du dann, speicherst genau. Und dann stirbst, dann ist alles weg und so. Aber es ist ja auch Teil des Spiels irgendwie. Es gehört ja auch dazu. Das war echt schlimm. Da kann ich mich gut dran erinnern, wo ich sagte, das hätten sie wirklich weglassen können. Dass man an diesem einen Punkt dann doch wirklich häufiger mehr als einmal nur speichern kann. Das hätte schon wirklich geholfen in Tomb Raider. Ja. Ich finde das übrigens auch völlig bekloppt mit diesen Tool-Assisted Speedruns und auch, ich finde auch, was du meintest, Bernhard, das Prince of Persia, das ist ganz leicht durchzuspielen. Das Einzige, was du eben wissen musst, ist, wie die Level aufgebaut sind. Und das lernt man halt auch im normalen Spielen. Das dauert halt nur ein bisschen länger, weil du natürlich oft stirbst und dann wieder ganz von vorne anfangen musst. Aber wenn du es lang genug spielst, lernst du ja dann trotzdem die Level mehr oder weniger auswendig. Und wenn du die einmal kennst, dann kommst du halt auch ohne Speichern total locker durch. Ja, also wir haben erstmal zu dem Punkt mehrmals durchgespielt, also auch ohne Speichern. Genau, ohne Save States. Großer Punkt bei Prince of Persia ist, die Level auswendig lernen und auch das Kampfsystem zu meistern. Was ich jetzt bei Prince of Persia 1, während wir das am Videostammtisch gespielt haben, dann das erste Mal in meinem ganzen Leben geschafft habe. Weil da war wirklich die Kunst, niemals zuerst anzugreifen, sondern immer drauf auf den Gegner zu warten. Immer zu warten, bis er angreift, zu parieren und direkt einen Gegenschlag zu machen. Und das war einfach dann nur noch eine Timing-Geschichte. Das hat wunderbar funktioniert. Ja, dann wird das mit einmal ganz leicht, weil früher habe ich das als Kind auch nie gerafft. Da bin ich ständig beim Kämpfen gestorben und hatte davor auch totale Angst. Aber wenn man das einmal drauf hat, dann ist es bis auf diesen Dicken, der ist, finde ich, für mich auch immer noch schwer, eigentlich ganz leicht. Der Dicke, der ist schon ein bisschen härter, finde ich, weil der einen immer versucht, in das Loch runterzudrängen. Ja, es gibt halt manche Kampfszenen auch, da stehst du kurz vor einem Abgrund. Und das ist dann halt auch gemein, weil die Kämpfe sind natürlich ein bisschen Zufall, wie häufig der dann angreift und wie prozentual, wie er deine Schläge dann auch selbst pariert, weil du triffst ihn ja auch nicht immer. Die sind wirklich, also dieses Kampfsystem ist so genial im Prince of Persia, weil da kommt es teilweise wirklich auf Pixelpositionen an und die Gegner sind auch, also am Anfang sind die ja total langsam und schlecht und lassen sich leicht.
Und es gibt eben wirklich welche, die man angreifen lassen muss. Und es gibt auch manche Gegner, die greifen überhaupt nicht von selber an. Die muss man entweder durch Positionierung locken oder indem man halt selber einmal schlägt und dann aber kurz nachdem er geschlagen hat, sofort zurückgeht und dann nochmal schlägt. Und dann kann man die treffen. Also da gibt es dann immer so bestimmte Moves, die man machen muss. Das finde ich eigentlich genial für so ein altes Spiel. Und im Vergleich dazu, dass eben so viele Spiele, die es später gegeben hat, eigentlich immer nur so dieses, entweder man kann alle Gegner aus der Ferne einfach abballern oder man muss halt irgendwie schauen, dass man im Nahkampf, aber es ist, gibt wenig Spiele, wo das eben, obwohl die Grundmechanik so primitiv ist, du kannst ja nur schlagen, ist es trotzdem so facettenreich, weil es diese Positionierung und das Timing des Schlags so ausschlaggebend ist. Also das fand ich wirklich genial an dem Spiel. Ja, wo ich das nie hinbekommen habe, war zum Beispiel jetzt Last Ninja. Ich habe Teil 1 und 2 gespielt. Da habe ich einfach immer nur drauf gekloppt. Da hatte ich kein System, keine Mechanik hinter erkannt, wie man denn einen Gegner wirklich sinnvoll besiegen kann. Da war einfach nur drauf gekloppt gesagt und möglichst häufig treffen, dass man dass der Gegner vor einem zugrunde geht. Und bei Prince of Persia ist das wirklich sehr, sehr, sehr gut steuerbar, wenn man es einmal verstanden hat, wie es funktioniert. Habt ihr das irgendwie geschafft bei Last Ninja? Das sah jetzt auch nicht so aus. Das war auch einfach nur draufgekloppe, bis der Gegner tot war, oder? Ich habe Last Ninja nie viel gespielt. Das war für mich immer zu frustrierend. Kommt drauf an. Ich fand die Kämpfe ganz leicht bei Last Ninja 1 und 2, weil man einfach immer ganz speziell bei Last Ninja 1, weil man einfach so schnell man kann nach oben drückt. Und dann verliert man zwar ein bisschen Energie, man schafft fast jeden Gegner. Und ich glaube, Danny, du hast ja auch einen Joystick kaputt gekloppelt. Und ich habe mir ja auch meine nach oben Richtung kaputt gemacht beim Kämpfen in Last Ninja 2. Bei Last Ninja 1, stimmt, jetzt erinnere ich mich, war es bei den meisten Gegnern so, man kann, glaube ich, ich hatte den Stock immer ausgewählt, den kann man zustoßen, dann duckt sich der Gegner so. Und dann ist es eine Timing-Sache, weil in der Zeit wehrt er sich nicht, den nächsten Stoß schon auszuführen, während er sich noch am Aufrichten ist, weil dann hat der Gegner im Grunde keine Chance, sich zu wehren. Das klappte aber auch dann auch nicht bei allen Gegnern, weil in Last Ninja 1 kamen dann diese Sewers, also diese Kanalisation, und da waren die Gegner einfach so schnell, so stark, da hat diese Technik bei mir dann aufgehört zu funktionieren. Und dann fand ich, wurden die Kämpfe auch richtig, richtig schwer, aber in Last Ninja 2 habe ich sowas gar nicht gehabt. Und Teil 3 habe ich noch gar nicht nachgeholt, muss ich gestehen. Hatte ich eigentlich noch vor, auf dem Amiga. Ich sag mal ganz kurz guten Abend zusammen. Hallo Stefan. Hallo, Hallo Stefan. Hallo. Hallöchen. Es geht gerade um Abspeichern und Kämpfe irgendwie zusammen, so als Thema. Das habe ich schon so ein bisschen mitbekommen gerade, ja. Schwere Kämpfe. Und vorher abspeichern, nicht vergessen. Und vorher abspeichern. Aber wir hatten auch schon mal hier vor einem Jahr oder so schon mal die große Diskussion über freies Speichern. Und ich bin halt ein Gegner davon, weil ich finde, genau was Bernhard sagt, man speichert halt und speichert. Man spielt eigentlich gar nicht mehr, man speichert eigentlich nur noch. Und das ist mir dann auch zu blöd. Also ich finde, ein gutes Mittelmaß ist auch nicht schlecht. Bei Resident Evil finde ich es wirklich sehr angsteinflößend mit diesen, bei dem ersten Teil mit diesen komischen Farbbändern. Weil wenn dir die Farbbänder ausgehen, kannst du halt nicht mehr speichern. Da kann man sich halt echt total verhauen mit. Und das ist auch wirklich, aber das gehört eben auch dazu, weil das eben so ein Horrorspiel ist. Da macht es vielleicht auch Sinn. Das ist mir dann zum Teil auch zu viel. Bei vielen Metroidvanias finde ich die Speicherpunkte, auch bei selbst bei Castlevania, Aria of Sorrow und so, sind die Speicherpunkte wirklich sehr nett gewählt, dass immer wenn halt ein neuer Level kommt, dann ist da erstmal ein Speicherpunkt. Und in den Spielen kriegt man beim Speichern auch volle Energie, was es ja auch oft nicht gibt. Und wenn du dann nämlich mit wenig Energie speicherst, gibt es viele Spiele, da bist du dann echt im Arsch. Weil du hast gespeichert mit wenig Energie, du kriegst keine Energie mehr und mit einmal wird der nächste Abschnitt dann so richtig hammersau schwer. Nur weil man einmal falsch gespeichert hat sozusagen. Das ist mir dann auch, ist auch komisch irgendwie. Ja, dann kannst du nur hoffen, dass das Spiel dann auch mehrere Spielstände damals schon unterstützt hat, ne? Was auch nicht immer der Fall war. Ja, und habt ihr da eigentlich ein System? Weil ich hab das auch bei so, wenn ich sowas Altes spiele wie Stonekeep oder so, da habe ich dann mehrere, oder auch selbst bei Scum VM, da habe ich dann mehrere so seitenweise Spielstände, die heißen immer Ahne 1, 2, 3, 4, 5 und irgendwann setzt halt das Chaos ein. Dann kommt dann Ahne 5a, Ahne 5 Versuch und sowas, dann wird halt immer so gespeichert, wo man dann am Ende nie mehr weiß, welches ist jetzt der echte Spielstand, weil ich habe hier was ausprobiert, da was ausprobiert und dann ist es wirklich das völlige Chaos und dann habe ich schon Angst, das Spiel überhaupt zu laden, weil ich dann immer nicht weiß, welcher Spielstand war es nochmal, was jetzt 16a, 16b. Das habe ich auch, das habe ich genauso wie du gemacht, weil es gab so ja früher auch...
es gab ja auch nämlich die Probleme, dass manchmal wirklich ein Dead End war oder dass du halt dich in eine Situation rein manövriert hast, wo du nicht mal weiterspielen kannst, weil du einfach irgendwie zu schlecht warst, hast irgendwie dann so Extras verballert oder sowas und dann konntest du nicht mal weiterspielen. Und deswegen mache ich das auch gerade so bei älteren Final Fantasy Spielen immer ganz gerne, weil da habe ich immer Angst, dass ich halt irgendwas eine Entscheidung getroffen habe oder vielleicht ein Extra eingesetzt habe, was ich dann später bereue. Das mache ich auch genauso. Also diese Wahnsinnsverzweigung, bis es einem irgendwann zu blöd wird oder bis man halt irgendwann in einem Zweig schon so weit fortgeschritten ist und dann erst ganz spät draufkommt, okay, man hat irgendwie zu viel, was weiß ich, Extras verbraten und bekommt nicht mehr genug oder man müsste jetzt eigentlich nochmal spielen und würde es dann viel besser schaffen und so. Und dann ist man aber schon so frustriert, weil man selbst in diesem Branch von Speicherständen schon so viel sozusagen Speicher gegrindet hat, ja, also so mit Perfektion. Und dann kommt man aber am Schluss drauf, das war zu wenig Perfektion, weil zu dem Zeitpunkt, wo man diese Abzweigung gestartet hat, war man schon zu schlecht unterwegs, ja. Und sowas ist dann immer am meisten frustrierend, finde ich. Und ja, man hat irgendwann überhaupt keinen Überblick mehr. Also speziell, wenn man dann das Spiel nach langer Zeit wieder startet, ich kann mich da erinnern, also ich mache dann immer so A, B, C, A, 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 A und so weiter. Also am Schluss weißt du ja dann überhaupt nicht mehr, was Sache ist. Ne? Einfach nur schnell auf die Buchstaben hauen, damit es halt schnell abgespeichert ist. Ne? Also damit man nicht so kompliziert tippen muss. Das ist wie mit Dateinamen bei mir, wenn ich dann an irgendwas Wichtigem arbeite, so einem Antrag oder so, und dann steht da immer so Final, Real Final oder Final, Final, Finaler, Lastest, 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 und dann wird das immer so schlimmer. Bist du dann so, das dann so Final, Real, Final, Last, Final Version B. Und dann gehst du nach dem Datum. Ja, es ist einfach, also eigentlich müsste das Spiel anders abnehmen, dass man sich das gar nicht ausdenken muss, wie man das nennt. Das ist schon so ein Krampf. Bei Civilization mache ich das auch immer, wenn ich spiele und dann mache ich halt irgendwie, keine Ahnung, ich besuche die Insel das erste Mal oder ich greife dann tatsächlich immer jemanden an und dann schreibe ich immer an, Vorkrieg, Insel noch nicht da, Insel umrundet, 10 Runden vor Ende, das ist natürlich, macht das Spiel ja eigentlich kaputt, weil du weißt ja, du kannst keine Fehler machen, weil du kannst ja immer zurückgehen und das ist eigentlich tatsächlich ein spielverzerrender Faktor, der, glaube ich, viele Spiele kaputt macht. Vor allem gerade bei Civilization ist es am besten, wenn du auch mal zum Beispiel eine Stadt verlierst oder sowas oder mal wirklich einen auf die Nase bekommst. Das ist dann am besten, wenn da kommst du in eine Situation, die dann wirklich strategisch dann Spaß machen. Und man kann es manchmal auch gar nicht genießen, weil du spielst dann und hast jetzt irgendwie deine fette super Zaubertrankwaffe irgendwie schon benutzt. Dann spielst du halt stundenlang weiter und du kannst es gar nicht genießen, weil du weißt auch, hätte ich sie da mal nicht benutzt. Und du weißt, irgendwann musst du den alten Spielstand laden und das alles nochmal machen und sie dann nicht benutzen. Oder du lebst halt mit diesem Krampf. Also inzwischen habe ich mir auch angewöhnt, wenn ich so super Waffen habe und so coole Smartbombs und so, ich benutze die jetzt immer relativ schnell. Weil als Kind habe ich mir immer versucht, alles aufzusparen und das hat eigentlich nie Spaß gemacht. Weil dann schaffst du das Spiel irgendwann durch und hast noch irgendwie 16 Smartbombs im Repertoire. Und der Spaß des Spiels ist ja eigentlich, diese ganzen Waffen auch mal zu benutzen und eben auch mal zu verschwenden, um einfach Laune, dass es einfach Laune macht, statt immer alles so penibel aufzusparen und beim Speichern auch immer auf alles zu achten und so. Ja, dieses Aufsparen ist bei mir auch so. Und eben oft gibt es ja auch Stellen, die sind so schwer, dass man sie eigentlich nur mit solchen Extrawaffen oder ja, Spezialaktionen gut meistern kann. Und man verkrampft sich dann trotzdem, versucht es irgendwie möglichst perfekt zu machen. Und schafft es dann halt irgendwie mit Energieverlust, nur um eben dieses extra nicht einzusetzen und sich aufzusparen für weiß Gott wann. Ne? Also es ist dann schon so ein eigener Krampf irgendwie. Ja, Resident Evil ist ein gutes Beispiel, weil da war mein Inventory dann irgendwann wirklich so voll mit Heilkräutern und ich habe mir das Spiel halt zum totalen Krampf gemacht, weil ich halt mir immer nicht erlaubt habe, Heilkräuter zu verwenden, weil ich dachte, die brauche ich später. Dann hat das Spiel halt auch gar keinen richtigen Spaß gemacht und am Ende hatte ich halt beziehungsweise in meinem Inventory irgendwann so viel Heilkräuter, dass gar kein Platz mehr war. Und da musste ich sie halt irgendwie in die Kiste schmeißen oder irgendwas machen. Also es ist dann schon, macht dann eigentlich schon mehr Spaß, wenn man sich auch mehr erlaubt, sowas mal zu benutzen. Und bei Schmups mit Smartbombs und auch bei solchen Spielen, das macht ja eigentlich auch erst richtig Spaß, wenn man die Waffen halt auch mal verschwendet und einfach mal zündet. Aber früher war ich auch voll so drauf, da habe ich mal alles aufgespart. Save the best for last. Die Suche nach dem besten Spielstand sozusagen. Na, da ich viele Adventures gespielt habe, war das bei mir relativ einfach. Ich habe dem Spielstand versucht, ihm einen sinnvollen Namen zu geben. Und solange noch Platz auf der Diskette war, ne, war ja auch stark limitiert, habe ich immer wieder 9, 9, 9 angefangen,
bis ich halt ganz unten ankam und dann habe ich den Ältesten überschrieben in der Regel. Oder selten mal auch eine andere Diskette genommen. Und so habe ich mich dann da durchgespielt. So habe ich das auch gemacht. Ich habe dann irgendwann den alten Speicherstand überschrieben bei Adventures, weil da komme ich eh nie wieder hin oder da brauche ich nie wieder hin und habe es dann überschrieben. Ja, und die Disketten waren teuer. Da konnte man zweite Leerdiskette lieber für andere Sachen benutzen. Das geht bei den Ron Gilbert-Spielen sehr gut, bei den LucasArts-Sachen, aber bei Sierra kommst du da schon in Bedouille, weil du halt aussehen den Gegenstand irgendwie ins Loch schmeißt und dann ist er weg oder so. Da gibt es ja so komische Sachen. Da kannst du ja auch sterben. Du gehst aus Versehen zu weit und dann kommst du nicht mehr hin zu dem Gegenstand oder so und dann kommst du mit einem Speicher, also mit dieser Taktik vielleicht nicht so gut klar. Ich weiß auch nicht genau. Es ist schon alles ein Krampf, weil ich finde dieses mit den Speicherständen, ich bin da eh so ein Gegner, also ich benutze auch eigentlich keine Speicherstände, weil wenn ein Spiel so, jetzt sagen wir mal so auf dem C64 so designt ist, das in eins durchzuspielen, dann versuche ich das eigentlich auch, also da keine Save States zu machen. Ich habe es manchmal in meinem Leben gemacht, dass ich ein Save State mache, so als so eine Pausefunktion und mich dann zwinge, ihn nur ein einziges Mal wieder zu laden und nie mehr nochmal zu laden. Dann ist es ja eigentlich eher so eine Pausefunktion. Das konnte ich dann mit meinem Gewissen gerade noch so irgendwie vereinbaren. Wieso aber jetzt immer wieder den Safe State zu laden. Geht es hier um die historische Erfahrung, das nochmal zu simulieren? Ich will, genau, wie ich will das Spiel, nein, ich will das Spiel halt so erleben, wie es vom Designer designt wurde. Und eben auch, ich will halt nicht das Gefühl haben, ich habe es jetzt sozusagen durch Mogeln geschafft. Dann schaffe ich es lieber gar nicht. Also, wenn ich es dann schaffe, will ich auch das Gefühl haben, so, ich habe es jetzt ohne Mogeln geschafft. Also, das, ja, aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn du mogelst, ich meine, dann bist du halt in 5 Minuten durch und dann ist der ganze Spaß halt weg. Du hast ja dann auch kein wirkliches Glücksgefühl, wenn du es durchgeschafft hast. Oder auch eben mit diesen Safe States, finde ich, es ist halt, natürlich ist man dann froh, wenn man es durch hat, aber man fühlt sich nicht ganz so gut dabei, finde ich. Und also, wenn ich mich so an früher erinnere, die Spiele, die man halt wirklich durchgeschafft hat, weil man nichts hatte, also eben kein Freezer-Modul oder keinen Trainer oder irgendwas, oder den halt auch nicht genutzt hat. Das war halt natürlich immer das waren die seltenen Momente, aber die waren dafür halt sehr, das hat einen sehr belohnt dann dafür. Ein anderes Beispiel ist, um kurz reinzugrätschen, wenn du mit Extra-Leben, finde ich, das hat man ja bei Patrick mit Giant Sisters sehr gut gesehen, weil er hat es halt mit unendlich Leben gespielt und dann bedeutet halt ein Extra-Leben nichts für dich, wenn du das spielst. Das macht halt, während, wenn du es ohne Cheat spielst, dann freust du dich halt wie ein Kind um jedes Extra-Leben, weil es halt was bedeutet. Das heißt, das macht schon den Spielspaß, finde ich, irgendwie kaputt. Also bei mir ist das ein Unterhaltungsaspekt. Der König hat Laune, bitte tanzt. Ich möchte möglichst viele Level sehen. Wie ich die sehe, ist mir eigentlich egal. Und ich fräse mich auch gerne einfach mal ohne Rücksicht auf Verluste durch. Also so Silkworm mit unendlich Leben, einfach damit ich die ganzen Effekte sehe und da so richtig aufräume. Ich habe so nicht so dieses protestantische Arbeitsethos beim Spielen, was aber wohl sehr viele, ja ihr ja auch, beschreibt. Naja, ich meine, da kannst du dir ja endlich im Grunde, also als Gegenargument würde ich sagen, dann kannst du dir auch einfach ein Let's Play bei YouTube angucken, weil du spielst ja eigentlich nicht mehr. Also du machst da zwar irgendwas, aber du kannst ja dann gar nicht sterben. Von daher ist hier, also. Ja, ich tue ja schon noch was, ne? So ist es ja nicht. Ich bin ja auch schon mit Trainern grandios in Videostammtischen gescheitert, aber Let's Plays gucke ich deswegen auch gerne, ja, stimmt. Es gibt manche Spiele, die ich erstmal nicht so spannend finde, aber dann setze ich mich halt mit einem Mettbrötchen davor und lasse es mir 30 Minuten vorspielen. Also ich bin nicht sehr fleißig, was Spielen angeht. Mir geht es dann wirklich eher so darum, um dieses optische oder akustische Erlebnis oder, ach so, jetzt weißt du auch, worum es da geht, so, weißt du? Ja, ich kann mich auch gut dran erfreuen, genau wie Ingo, wenn ich mit Trainer spiele, mit Cheat spiele, dass ich so tue, als würde ich den Gegnern ja ausweichen. Und Longplays, Let's Plays habe ich auch schon gesehen. Längstes Spiel, was ich jemals gesehen habe, war Days Gone. Weil Days Gone, Zombie-Spiel, Open World, war überhaupt gar nichts für mich. Mich hat es aber trotzdem interessiert. Aber das Spiel hat es halt nicht so wie Last of Us geschafft, mich so zu fangen, dass ich es mir gekauft hätte. Aber ich habe mir trotzdem ein Let's Play angeguckt von dem kompletten Spiel. Konnte dann aber schön auch so Zombie-Sequenzen überspringen, weil da hatte ich dann überhaupt gar keinen Bock drauf, wenn er da irgendwie gegen welche Horden gekämpft hat. Wie ist das Spiel eigentlich? Kommt drauf an, wenn du auf Zombie-Massen stehst, wirst du deinen Spaß dran haben, wenn da teilweise du von hunderten Zombies verfolgt wirst und du dich versuchst, denen zu erwehren und du die Horde da platt machen möchtest, also wenn du dich vorher ausgerüstet hast also und bei, sammeln bei Spiel willst. Bei Spiel mit hunderten Zombies habe ich keine Probleme. Ich habe ein Problem mit einem Zombie bei Resident Evil 7.
Also Ingo, ich habe es abgebrochen. Ich gehöre jetzt zu denen, ja? die von dem Spiel wahnsinnig gelangweilt waren. Was? Ich hatte den Eindruck, von Days Gone. Ich hatte den Eindruck, dass das ein One-Trick-Pony ist, nämlich dass diese Hordenaufläufe, ja, die sind beeindruckend. Sämtliche Spielszenen und Figuren, die da auftreten, fand ich ehrlich gesagt cringe bis zum geht nicht mehr. Also das hast du, da ist aber auch jedes Trope, was man irgendwie kennt, jeder üble Vorabendseriendialog wird da abgefeiert. Es herrscht permanent Mangelwirtschaft. Also das wäre jetzt wieder was für die anderen hier. Also du bist ständig auf der Suche nach Benzin und also mit Realismus brauchst du da auch nicht zu kommen. Du suchst stundenlang nach einem Benzinkanister und kannst damit 750 Meter fahren, dann ist dein Motorrad wieder leer. Also es werden dir ständig irgendwelche sinnlosen Hürden in den Weg gelegt, um das Ganze eigentlich zu verzögern. Also ich fand, es war 5-6 Stunden, war es ganz lustig, aber ich hätte das nie im Leben durchgespielt, weil es gibt Stilvolleres und Spannenderes im Angebot in dem Segment, finde ich. Ja, ich hab's mal eine halbe Stunde angespielt. Und zwar, das war ja in dem PlayStation Now drin und grafikmäßig sah es wirklich top aus, fand ich. Das sah richtig, echt ja. nett aus. Aber mich hat dann doch Final Fantasy X dann irgendwie mehr gefangen. Also das fand ich dann halt irgendwie dann spannender. Das ist aber irgendwie so gar nicht vergleichbar, ne? Ja gut, ich musste mich halt für ein Spiel entscheiden, habe ich mich für Final Fantasy X entschieden. Das ist ja ungefähr genauso wie, nee, der Zweite Weltkrieg interessiert mich nicht, ich habe stattdessen Dalli Dalli geguckt. Ja, was heißt, Moment, natürlich kann man es vergleichen. Es ist ja ein Spiel, wo man die Zeit halt investieren möchte. Und ich habe es dann halt lieber für Final Fantasy X dann investiert. Ich habe mich für Füße poolen entschieden. Also wirklich, Days Gone ist, wie soll man das ausdrücken? Also es hängt auch sehr viel davon ab, ob dir die Figuren, die da auftreten, sympathisch sind oder nicht, weil die sind schon recht prägnant. Und technisch ist es auch gut gemacht. Das Problem ist, es passiert ansonsten storymäßig nichts, aber auch gar nichts. Beziehungsweise, wenn was passiert, dann, spoilern soll man ja nicht, dann ist es aber wirklich exakt wie in jeder Serie, die auch nur ansatzweise mit dem Thema zu tun hat. Exakt so. Also Klischee bis zum geht nicht mehr. Und die Waffen sind langweilig. Das ist ein, also sowas verzeih ich einem Spiel da nicht mehr, wenn ich immer die gleichen langweiligen Waffen habe. Ich habe da so ein paar Mollys, ich habe da so ein paar Automatikgewehre und Wummen, die sich im Grunde genommen alle gleich anfühlen, aber jetzt nicht sowas Dolles wie jetzt eine Kettensäge oder. Also du möchtest Waffen zelebrieren in so einem Spiel? Ja. Ich möchte möglichst viele Effekte haben und soll sich nicht alles gleich anfühlen, weil wozu dann der Aufwand? Und dazu kommt wahrscheinlich noch, dass du von dem Ende dann schwer enttäuscht wirst. Ist das so? Dann bin ich ja froh, dass ich aufgehört habe. Aber nicht spoilern, oder? Nein, also, habe ich nicht vor. Alles gut, ich werde nicht spoilern. Aber ich habe mir meinen Teil dabei gedacht, sagen wir mal so. Marcel, wie fandst du das Spiel denn ansonsten? Es gab viel zum Vorspulen für mich. Und das lag nicht nur an den Zombies, sagen wir mal so. Hab's teilweise auf doppelte Abspielgeschwindigkeit gestellt, weil ich ja angefangen habe, irgendwann dann im 10-Minuten-Rhythmus vorzuspulen. Aber es war teilweise echt schon langweilig. Also immer wenn es dann an die Zombies ging, irgendwelche Horden platt zu machen, dachte ich nur, das ist doch eh immer nur dasselbe. Für mich also. Es gibt mit Sicherheit genügend Leute, die wirklich auf Zombies stehen, die das wirklich dann feiern. Die nächste Horde, jetzt wieder 500 Zombies mehr platt machen, super. Aber da dachte ich mir nur, du hast dich vorher ausgerüstet, hast da deine Sachen zusammengeklaubt, dass du das volle Inventar hattest nach Möglichkeit und hast dann versucht, da diese Horde platt zu machen. Und für mich ist das gar nichts gewesen. Und aber von der Story her ist kaum was hängen geblieben, außer dieses bekloppte Ende, wo ich nur gesagt habe, gut. Gut, dass ich es nicht doch selbst gespielt habe. Okay, das werde ich mir nochmal auf YouTube angucken. Aber selbst wenn du nicht die Horden bekämpfst, ist es immer das Gleiche. Gehe zu Location A, hau dann die ganzen Lautsprecher weg, damit die Viecher dich nicht hören da im Wald, wenn du da richtig Alarm machst. Bekämpf die immer gleichen Gegnertypen. Okay, Stage cleared, ab zum nächsten. Und zwischendurch unterbrichst du das auch nochmal, weil dir irgendwie Munition oder irgendwelche anderen Ressourcen ausgegangen sind. Und es ist so unglaublich zäh. Und nicht nur das, du latscht und fährst von A nach B und die ganze Zeit diese
peinlichen Sprechertexte. Und die Synchronsprecher auch im Englischen sind wirklich nicht gut. Also aber ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt jemand nicht den riesen Anspruch an so ein Spiel hat, dann macht er halt auf Tonstopp, hört sich nebenbei Retro-Kompott an oder was weiß ich und ballert da nach Feierabend ein bisschen rum, das geht. Aber wenn du dich wirklich auf das Spiel einlässt und dich nur mit dem Spiel beschäftigst, ist das Lebenszeitverschwendung. Was du auch noch hast, sind halt so Sammelelemente wie, du kannst die Waffen, glaube ich, verbessern. Das Motorrad kannst du verbessern. Das solltest du auch tunlichst machen, gerade am Benzinverbrauch und an der Tankgröße, weil das ist am Anfang eine echte, absolute Katastrophe. So wie Axel es gesagt hat, das wird dann später besser, aber du bist gezwungen, dann halt Dinge zu sammeln, zu farmen, um das Motorrad hochzuleveln. Damit es nicht mehr so schnell kaputt geht. Und zu farmen, ne? Du musst ja unglaublich viel Zeug pro Stufe da anschleppen. Ja, und mir das Wichtigste ist echt der Tank. Weil das war echt, wie du gesagt hast, 750 Meter, das ist jetzt noch nicht mal wirklich übertrieben gewesen. Du denkst ja am Tank, weil du denkst ja am Anfang, hey, schütte ich hier oben Benzin rein und kommt dann unten automatisch irgendwo wieder raus, weil du fängst an zu fahren und kannst wirklich zusehen, wie der Tank nach unten geht. Das 750 bessert sich Meter später. War nicht erfunden, der zeigt dir das an, 750 Meter und du hast vorher einen ganzen Kanister da reingekippt. Das bessert sich später, aber das ist am Anfang wirklich übertrieben. Und was das Spiel natürlich schafft durch diese Mangel an Ressourcen, du freust dich dann später jedes Mal, wenn du mal eine neue Waffe bekommst. Sind die denn dann wenigstens gut hinterher? Also ich habe knapp 8-9 Stunden gespielt. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Ich fand das Snipergewehr später doch relativ gut. Ich glaube, bei einer Horde funktioniert das nicht, bringt dir das nichts. Aber wenn du dann in Missionen mal bist und da, ich sag mal, nur ein Dutzend normale Gegner ausschalten musst, dann hat das doch schon sehr geholfen, auf die Entfernung dann kämpfen zu können. Das fand ich ganz angenehm. Beim Zugucken. Was ich zur Steuer des Spiels auch noch einräumen muss, ist, dass teilweise die Gegner-KI wirklich gut war. Es gibt auch welche, wo die irgendwo im Zaun hängen bleiben, okay. Aber alles in allem hatte ich davon schon einen guten Eindruck, also so dieses Bedrohliche und dass ich mich irgendwo verstecken muss und mir schon was überlegen muss, das kommt schon ansatzweise rüber, das muss man sagen. Marcel, wie ist es denn von der Glaubwürdigkeit im Vergleich mit Last of Us 2? Das ist natürlich schon ein extremer Unterschied. Last of Us 2 möchte möglichst realistisch sein. Es gibt da keine abgefahrenen, komischen Dinge in Last of Us 2. Du hast deinen Bogen, du hast die Waffen. Was bei Last of Us 2 natürlich mich auf jeden Fall immer rausreißt, ist, du kriegst so gut wie keine Munition. Die Gegner ballern aber ohne Unterlass auf dich mit Maschinengewehren und Maschinenpistolen. Aber du als Spielercharakter sagst, nö, warum soll ich denn deren Waffe aufheben? Nö, bestimmt nicht. Und auch wenn ich jetzt aufhebe, da waren nur noch zwei Schuss über in dem Maschinengewehr. Aber vorher ballert der noch und nöcher auf mich. Das passt da nicht so ganz so rein. Weil normalerweise wäre ich ja froh in so einer Situation, wenn ich den Gegner platt mache und seine Waffe benutzen kann. Wenn er ein Maschinengewehr hat und ich nicht. Aber die zweite Spielfigur, mir fällt der Name gerade nicht ein, Ellie und, kann halt mit dem Maschinengewehr umgehen. Abby, oder? Abby, genau. Die kann dann das Maschinengewehr benutzen. Total komisch. Aber vom Realismus her, Days Gone ist ein Spiel, das soll dich unterhalten, in der Zombie-Apokalypse fertig. Baller dich da durch, schnetzel dich da durch. Und es hat mit Last of Us außer Zombies jetzt nicht wirklich viel gemeinsam. Ich weiß noch nicht mal, ob das großartig hintergründig so erklärt wird im Days Gone, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Im Groben ja, aber Details überhaupt nicht. Und ich sag mal, das ist eher so wie so ein Spider-Man auch zu sehen, wo du auch nicht viel Gedanken machst, warum das alles so gekommen ist. Der ist von der Spinne gewissen worden. Details interessieren ihn nicht. Jo, ist mutiert, alles ist gut, akzeptierst du so, fertig. Ja, es wird schon erklärt, wodurch es kam. Ne? Irgendeine Erkrankung, blödes Wort im Moment, aber Pandemie. So unrealistisch, also sowas gibt's ja eh nicht. Das war ein Spaß jetzt. Also man kann im Grunde genommen sagen, Days Gone ist dann letztendlich ein auch von Cringe durchzogener, aber dennoch irgendwie handfester Action-Titel. Ich gehöre jetzt nicht zu der Last of Us-Fraktion. Ich finde das unerträglich sentimentalen Polit-Kitsch. Ja? Das ist Days Gone nicht. Also das ist dann eher Popcorn. Ja, was sind denn Spiele, die du magst? Spiele, nenn mal ein Spiel, was dir richtig gut gefällt. Ich finde das gerade so Depri, dass ihr so lange über schlechte Spiele redet. Ist jetzt nur mein Problem, aber ich würde jetzt gerne von dir hören, was ist denn ein Spiel, was du so richtig cool findest? Dein Lieblingsspiel oder so, Top 10 Kandidat?
Ja, das ist relativ einfach zu erklären. Also Witcher 3 wird immer mein All-Time-Favorite sein, weil ich es spielerisch sehr gut fand. Eines der wenigen Spiele war, was mich wirklich von der Story her komplett vereinnahmt hat, wo ich mich voll mit identifizieren konnte und wo ich traurig war, dass es schon zu Ende war. Nach 130 Stunden, und das habe ich inklusive allen DLCs, dreimal komplett durch. Und ich werde es auch noch ein viertes Mal spielen, wenn es irgendwann vielleicht doch mal einen vierten Teil gibt. Auf Platz 2 ist bei mir XCOM War of the Chosen. Das ist einfach Rundentaktik, die sehr leicht konsumierbar und zugänglich ist. Wahnsinnig spannend, auch wieder mit tollen Charakteren und Spielmechaniken. Also eine gute Mischung aus Spannung und Entspannung. Und im Strategie und alles, was irgendwie mit SimCity zu tun hat, aber hier City Skylines. Also das ist für jeden Zweck, möchte ich was erleben, möchte ich in eine Welt eintauchen oder möchte ich abends abschalten und nebenbei irgendwas hören. Also so, das sind so die Kategorien, nach denen ich gehe. Wenn ich an Retro-Spiele denke, zum Beispiel habe ich gute Erinnerungen an Marvel Madness, an Defender of the Crown, das sind alles Spiele, die ich toll fand. Sensible Soccer, also das ist eigentlich schon fast zu viel. Ich war nie gut in diesen Spielen, aber die haben mir immer ein gutes Gefühl gegeben. Pinball Dreams ist jetzt zum Beispiel auch so ein Spiel, was mich, oder Lotus, Supercars fantastisch. Ich mag Spiele. Supercars 2, ne, meinst du? Oder 1. Ja, oder auch die ersten Gran Turismo zum Beispiel. Das waren noch Spiele, die nicht überkompliziert waren, wo die sehr schnell losgingen, wo ich sehr schnell drin war und wo mich auch Wiederholung nicht gestört hat. Ich kann dir auch im Gegenzug genau sagen, was ich nicht mag. Ich mag keine Spiele mit einer Agenda, mit einer Botschaft, die irgendwie den Anspruch haben, mir jetzt die Welt zu erklären. Da geht bei mir der Rollladen relativ zügig runter. Ich mag heute auch keine Point-and-Click-Adventures mehr. Ich weiß, warum ich sie damals mag, weil das irgendwie so die technische Speerspitze war. Das waren so die hochwertigsten Spiele, die es so gab. Damit kann ich zum Beispiel heute überhaupt nichts mehr anfangen. Ja, und ich mag auch diese überkomplizierten Simulationen nicht mehr. Ich habe früher wahnsinnig viel Dirt 3 gespielt oder V-Rally. Und ich bedauere das sehr, dass ich zu schlecht bin für diese moderneren Varianten dieser Spiele, die so einen starken Simulationscharakter haben, dass sie leider für mich nicht mehr zugänglich sind. Ich bin nicht gut in Shooter und ich mag sie jetzt heute auch nicht mehr, aber nicht aus irgendwelchen ideologischen Gründen, sondern ich überlebe da nicht. Und es ist mir auch zu umständlich und zu hektisch. Da rege ich mich eher auf, da komme ich nicht runter. Und Spielen hat für mich ganz viel mit Eskapismus und Entspannung zu tun. Also hat Witcher gar keine so eine, sagen wir mal, politische Nachricht, was dir jetzt so an anderen Spielen nicht gefällt? Ich dachte immer, Witcher hätte auch so voll die Message irgendwie. So, Witcher hat wohl die Message, dass da irgendwie Rassismus mit rumwabert. Gegen Elfen und gegen die Hexer und so weiter. Aber das das bleibt so dezent. Es ist natürlich in dieser Welt irgendwie vorhanden, aber es wird nicht in jeder zweiten Szene wie eine Monstranz vor sich hergetragen, sodass du da im Grunde genommen so eine Nummernrevue hast, wo man genau merkt, ah, okay, das ist jetzt Themenkomplex X oder das ist Themenkomplex Y. Ich bewundere an diesem Spiel, wie organisch sich das alles in so eine Gesamtwelt eingefügt hat. Und ich weiß nicht, ob es jemals jemandem nochmal gelingen wird, diese verschiedenen Ebenen, die es bei Witcher gibt, von Comic Relief und sehr, sehr witzigen Szenen bis zu wirklich ja melodramatisch mit einer kleinen Prise Kitsch. Ganz, ganz wenig, dass man es gerade noch vertragen kann. Ob diese Balance jemand nochmal hinkriegt. Also manchmal, man sagt ja so, Genies gelten nicht als Beispiele. Und ich befürchte, dass man das nicht mehr reproduzieren kann. Das wird auch CD Red Project wird das nicht mehr hinkriegen in Cyberpunk, befürchte ich. Aber das ist, Witcher hat eine Botschaft, wenn du die da reinlesen willst, aber die ist immer dezent. Naja, ich fand auch die Fernsehserie ganz nett. Das Spiel habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber die Fernsehserie fand ich wirklich ganz spaßig mit diesem coolen Song. Hast du das mal gesehen, die Witcher-Fernsehserie?
Ich gucke nicht gerne Serien, aber meine Frau hat die geguckt, die meinte, hat mit dem Spiel recht wenig zu tun, fand sie aber auch gut. Sie fand dafür die Bücher nicht gut, weil die sind wirklich dermaßen dark, dass sie gesagt hat, irgendwann hat man den Eindruck, man riecht hier selber nach Schlamm und es ist einfach nur deprimierend und apokalyptisch. Und da hat sie gesagt, das ist eine Welt, da hat sie nach Feierabend keine Lust einzutauchen, wohingegen im Film schon. Also in der Serie wird es dann schon witzig, da ist dann auch so ein Bade, der ihn immer verfolgt und immer mitsingt und der hat halt immer so coole Songs. Ich habe mir dann auch lange auf Spotify diesen Soundtrack, diesen einen Song da immer wieder angehört, den der da immer singt, also das kann ich schon empfehlen. Ach, naja. Ich vergesse immer den Namen von dem Vogel da. Gerald. Nee, ich meine diesen Sänger, Dieser Rosen, Bade, ich weiß auch Rosen, nicht. Ja, Toss a coin for your witcher. Ah, jetzt habe ich schon wieder im Ohr, das ist echt ein Ohrwurm. Rittersporn heißt der im Deutschen. Ich weiß nicht mehr, wie der auf Englisch heißt. Das ist so ein Witztyp, der ihn immer verfolgt. Ist der im Spiel auch drin? Da ist er sein bester Freund. Da ist er aber nicht so eine alberne Figur. Der ist eher so ein Halodri, sag ich mal. Ja. Marcel, ich habe noch mal eine Frage hier zu Last of Us 2. Und zwar, das kam ja damals in der Anfangszeit der Pandemie raus. War das für dich eigentlich der intensivere Spielerlebnis, dass man halt auch in echt jetzt von so einer Pandemie betroffen war oder so? Also mir hat das damals eine Menge gebracht irgendwie, um das, um sich da mehr reinversetzen zu können irgendwie. Er stand mit einem Sturmgewehr auf dem Balkon und hat auf die Leute geschossen, die in den Lungen gelaufen sind. Nein, das jetzt nicht, aber irgendwie war das Ganze halt nicht mehr so weit weg. Ich fand das dann deutlich realistischer als noch vielleicht vor einem Jahr vorher. Nee, für mich macht das jetzt keinen Unterschied, weil das eine ist ein Spiel, das hat sich jemand halt ausgedacht und das andere ist die Realität. Die ist eh immer härter und schwieriger als jedes Spiel. Und ich habe das ja schon mehrere Male auch in den Stammtischen erwähnt. Viel schlimmer, als dass ich ein Zombie-Spiel spiele und mir dann erst vorher mal die Pampers anziehen muss. Kann es ja kaum noch werden. Das war für mich eh immer eine Überwindung, auch Teil 1 dann, bevor Teil 2 rauskam, nochmal zu spielen. Aber trotzdem habe ich es geschafft. Und das ist das einzige Spiel, die einzige Spieleserie, Zombie-Spieleserie, die das überhaupt geschafft hat, dass ich sie überhaupt gespielt habe. Weil ich habe es auch schon mal erwähnt, Uncharted hat ja teilweise auch in fast jedem Teil irgendwas mit Geistern oder mit Zombies zu tun. Und bei Uncharted 1, da hatten wir diese eine Szene, da diese 20 Minuten, wo du dann von diesen komischen Viechern in dieser dunklen Halle da in diesem, ich glaube in den, ich weiß nicht, wo genau das ist, in diesem unterirdischen Bunker angegriffen wirst, hat mir fast das ganze Spiel schon kaputt gemacht. Ich finde das Spiel total genial, aber diese eine Szene, dachte ich nur, die hätten sie wirklich für mich weglassen können. Das hat so viel mir dem Spiel weggenommen, das war schon wirklich unglaublich. Ich kann dir sagen, welche Spielerfahrungen, die ich kürzlich gemacht habe, ich ausgesprochen unangenehm und auch verstörend fand. Und zwar war das Deus Ex Mankind Divided, was ich im Juli gespielt habe. Wenn wir uns erinnern, im Juli, das war die Hochzeit von Corona und Black Lives Matter. Und wenn du da durch ein Spiel läufst, was 2016 rausgekommen ist und da sind umgestürzte Statuen von Herrschern und Dichtern, die also von den Sockeln gerissen wurden, wenn ich da irgendwo durch die U-Bahn laufe und sehe ein Plakat, wo es ist kein Witz, draufsteht All Lives Matter, weil da geht es ja um die Mankind Divided, die ist ja deswegen geteilt, die Menschheit zwischen den Augmentierten, ne, den Optis und den Nicht-Augmentierten, dass bestimmte Stadtviertel für Augmentierte gesperrt sind oder andere für andere vorbehalten sind, dass es darum geht, wo ist denn hier ihre elektronische ID, ja, dann kommen sie aber jetzt leider hier nicht in den Zug rein und so. Das habe ich als äußerst unangenehm empfunden und das konnte ich zu der Zeit, wo die mediale Rundumbeschallung ihren Höchststand erreicht hat, teilweise nicht so gut haben. Und ich fand es gruselig, deckungsgleiche Beispiele in so einem Spiel wiederzufinden. Und da stellt sich dir auch die eine oder andere Frage, wie die so auf solche Ideen kommen. Also das war spooky. Ja, also hat es bei dir auch das Spielerlebnis intensiviert im Prinzip, beziehungsweise auch zum Negativen dann gedreht? Bei mir zum Negativen, weil Eskapismus, ich möchte mich eben gerade nicht so viel mit realen Dingen da beschäftigen, aber es war eine interessante Erfahrung, aber eine unangenehme Erfahrung. Und das hat das intensiver gemacht und ich frage mich, wie hätte ich das wohl 2016 empfunden ohne diese aktuelle Referenz? Ich meine, ich mag auch Alternative History und so Kram und ich mag auch generell
heute nicht mehr so sehr, weil viele Sachen davon schon eingetreten sind, aber dystopische Szenarien. Also ja. Viele Dystopien haben sich ja schon erfüllt. Deswegen gucke ich solche Filme nicht mehr und mag auch solche Spiele nicht mehr und habe deswegen ehrlich gesagt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Bock auf Cyberpunk. Ja, dieser ganze dystopische, apokalyptische Scheiß. Ich habe genug Apokalypse und Dystopie um mich rum oder noch vor mir. Ich mag langsam lieber Rimshot, lustige Clowns und ein bisschen Action. Also deine Fall Guys da zum Beispiel, das ist was, wo ich sage, das sind Spiele, die brauche ich jetzt, oder Overcooked. Ja, also ein schönes Spielerlebnis durch. Genau, ja? Vor allem man kann eigentlich auch dann ruhig einschlafen abends, weil ich gebe dir vollkommen recht, ja, dass momentan, also gerade jetzt dieses Jahr, war wahrscheinlich auch so von Nachrichten, also am besten, man hätte dieses Jahr gar keine Nachrichten geschaut, weil es war nicht schön, ja, also es ging überall eigentlich nur bergab und dann möchte man halt auch nicht unbedingt jetzt dann noch negative, zumindest jetzt psychisch negative Einflüsse bei einem Computerspiel haben. Ja, also die jetzt halt irgendwo dann vielleicht eine Message oder sowas dann da ja, die einbläuen wollen. Deswegen kann ich das auch verstehen, dass du halt damit ein Problem hast momentan. Und deswegen, ich habe ja auch erzählt, ich spiele ja momentan Final Fantasy X. Das Spiel ist eigentlich halt auch sehr cheesy. Aber genau richtig momentan für so eine Zeit, weil es ist halt eine voll abgefahrene Welt, so mit Herzschmerz und eigentlich halt auch ein bisschen so typisch japanisch, so Fantasy-Setting und ich finde es einfach schön halt, um momentan halt abgelenkt zu werden. Also ich kann das voll nachvollziehen, weil diese ganze Netflix, es kann auch nicht immer alles nur Black Mirror sein, ja, da gibst du dir ja irgendwann auch die Kugel und ich habe dann abends auch zu meiner Frau gesagt, weißt du was, ich gehe gleich hoch in mein Kabuff. Aber solange vielleicht mal eine Serie, wo mich nicht der Staat abholt, wo nicht die Polizei mit einer Dampframme durch die Tür kommt, wo nicht die Justiz korrupt ist, wo nicht irgendwie Gesellschaften zerfallen, kann ich jetzt vielleicht mal 5 Minuten Hans Rosenthal haben. Ist das mal möglich? Ja, vor allem die Fernsehsendungen, die spiegeln ja auch teilweise die Gesellschaft wider. Und das sieht man ja auch ganz toll bei Star Trek, zum Beispiel bei Next Generation, wo dann die Welt auch so heil war in den 90ern, ja, wo halt irgendwie. Wo war die Welt denn in den 90ern heile? Man hat eigentlich gedacht, ja, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, hatte man eigentlich damals gedacht, jetzt kommt eigentlich der ewige Frieden, die Welt ist perfekt und. Aber Next Generation ist vorm Fall des eisernen Vorhangs. Das war gerade jetzt 87, 88. Ja, beziehungsweise Anfang 90er. Nein, das Ende der Serie ist Anfang 90er. Das ist bis, was weiß ich, 93 oder 92 gedreht worden. Star Trek war halt eine Utopie und keine Dystopie. Deswegen gefällt es mir eigentlich auch ganz gut. Bei Star Trek hat sich das ja halt auch dann geändert. So, das wurde ja dann auch immer schwärzer und dunkler. Es fing ja schon an dann mit Deep Space Nine oder sowas in den 90ern. Und wenn ich mir jetzt auch die aktuellen Star Trek-Serien anschaue, das ist ja eigentlich auch richtig negativ alles. Da ist ja auch die Föderation korrupt und so. Das ist ja nichts mehr mit dieser positiven Zukunftsaussicht. Vielleicht ja, hatte man. Aber was Arne sagt, das ist super interessant. Utopie verstehen wir immer als muss was Positives sein. Achtung, bildungsbürgerliche Einlassung. Utopie kommt von Utopia, ist griechisch, heißt no place, kein Platz. Das heißt, es ist ein Szenario, was es nicht gibt. Und diese Dystopien, die uns heute gezeigt werden, das ist mittlerweile für mich nicht mehr ein interessantes Szenario, was ja sowieso nicht eintritt. Deswegen kann ich mich gefahrlos davon unterhalten lassen. Nee, ich habe ja den Eindruck, jede zweite Netflix-Serie ist schon mal ein Anwärmen, ein Anfüttern, ein dran gewöhnen, was demnächst sowieso eintreten wird. Und in dem Moment kann mich sowas nicht mehr unterhalten, sondern stresst mich nur noch. Axel, das ist ein interessantes Thema, weil mir haben alle am Anfang gesagt, am Anfang von Amazon Prime, ich soll mir auf jeden Fall, wie heißt dieses, wo die Nazis und die Japaner die USA angegriffen haben, Man in the High Castle, das soll ich mir unbedingt angucken. Und ich gucke mir die erste Folge an und denke, echt, damit quält ihr euch mit so einer Zukunft? Wer guckt sich sowas freiwillig an und entspannt dabei? Also das ist eine grausame Vorstellung. Das ist wie bei mir mit den dreibeinigen Herrschern, wo ich als Kind gesagt habe, oh, das war so gruselig früher. Und jetzt gucke ich mir 3 Folgen an und denke, wer guckt sich so eine Scheiße an? Ganz ehrlich. Also ich bin ein so furchtbarer Mensch, aber ich kann nicht im Daueralarmzustand sein. Das geht nicht. Das halte ich nicht durch. Und also das ist bei mir bei den dreibeinigen Herrschern. Das ist egal. Das ist nicht so schlimm.
Ich finde es grausig. Also die Stimmung, also ich fand es damals als Kind ziemlich grausam. Ich habe das Buch gelesen und dann die Fernsehsendung geguckt und die war echt irgendwie ziemlich meine Vorstellung davon als Kind, da habe ich ja wahrscheinlich nur die Oberfläche angekratzt. Da habe ich den Rest nicht verstanden. Wenn ich mir das als Erwachsener angucke, ich habe so voller Freude mir diese DVD-Box reingeschmissen, habe 4 Folgen reingeguckt und ich habe gedacht, das zieht mich, also mal abgesehen davon dieser Bildqualität, die hier aussieht, als ob der N64-Dauernebel in der Serie vorherrscht, habe ich das Gefühl gehabt, ich werde so runtergezogen. Das der einzige Punkt, wo ich mich dran erinnert hatte, da bin ich dann vorgesprungen, wo er dann irgendwann in Frankreich ankommt und das erste Mal diese Widerstandsgruppe trifft. Da habe ich das gedacht, jetzt kann diese Folge, jetzt geht's weiter. Und selbst da wird das Laufen gebremst. Und da habe ich dann irgendwann nicht mehr weitergeguckt, weil ich das Gefühl hatte, diese Sendung zieht mich nur noch runter. Es gibt ja auch dann noch die späteren Folgen, wo er in der Alien-Stadt ist. Die sind auch total bizarr, wo er dann da so der persönliche Sklave eines dieser Aliens wird und so. Es ist echt super witzig gemacht. Also da auch so typisch so britisch halt, so ein bisschen campy, so ein bisschen low budget. Aber irgendwie finde ich das genial. Aber wieso, da kannst du ja genauso sagen, warum guckt man sich was an zum Gruseln? Das ist ja ein schreckliches Gefühl. Angst vor Grusel, warum guckt man sich sowas an? Aber das ist halt zum Prickeln, was man dabei empfindet. Horror ist ja jetzt auch nicht realistisch. Also wenn man jetzt irgendwie so Gruselfilme mit Monster und so sieht, das ist ja Fiktion. Ja, wieso? Ich weiß auch nicht, was ihr meint. Ist nicht so wirklich, also es könnte schon so vorkommen. Und davor habe ich echt Respekt. Also da wird mir schon anders. Oder The Purge oder sowas. Die Vorstellung oder Hostel ist ja oder sowas. Purge ist ja auch wieder eine Dystopie. Das kann ja, also das ist ja jetzt auch eine Dystopie. Das ist jetzt kein Horror, finde ich. Ich möchte es mal so 20 Jahre Trump, das hätte ja passieren können. Ja, also da hätte ich jetzt am wenigsten Angst vor gehabt, weil, aber egal. Hier, Robin, mit dem Abschalten oder wie könnt ihr euch das antun und, beziehungsweise Möglichkeitssinn, ja oder nein. Das Problem, warum mich das stresst, ist nicht, dass es was Schlimmes, dass was Schlimmes gezeigt wird, was potenziell irgendwie eintreten wird oder nicht. Ich habe ein ganz anderes Problem damit. Ich habe in den letzten 5 Jahren bei Amazon und Netflix schon den Eindruck, dass das Plattformen sind, die nicht einfach zur Unterhaltung was senden, sondern die irgendeine Agenda haben. Und die ist klar erkennbar. Ich hatte das auch in der WhatsApp-Gruppe neulich geschrieben, wie es bei manchen Zeitschriften du schon siehst, sagen wir mal, welcher gesellschaftspolitischen Ausrichtung die so zugerechnet werden. Aber wenn ich die Netflix-Startseite aufmache, habe ich den Eindruck, dass mir da 5 Leitartikel vorgeschlagen werden. Und das kommt doch darauf an, was du guckst. Der schlägt dir doch vor, was du als nächstes sehen willst. Also ich werde bei Netflix eher nicht fündig, weil ich permanent den Eindruck habe, dass Netflix mit dem Lautsprecherwagen hier um meine Bude rumfährt und mir irgendwelche Botschaften einhämmern will. Das glaube ich nicht. Ich mache mal ein Beispiel. Die haben nur eine Botschaft, sie wollen mehr Geld machen und sie wollen dir halt das zeigen, dass du weiter abonnierst. Arne, ich wäre der glücklichste Mensch, wenn es so trivial und banal wäre. Ich nehme mal ein Beispiel, einfach um die Idee zu illustrieren, was ich meine, wo es um nichts geht, die harmlos ist. Dieser Running Gag, Simpsons haben 2001 schon Folgendes vorausgesagt und dann werden Szenen eingespielt und du kannst dir jetzt überlegen, war das jetzt wirklich so und wie ist das gemeint oder verdammt nochmal, wie sind die Freaks bitte damals auf die Idee gekommen, dass Kobe Bryant hier mit dem Hubschrauber abstürzt, da weiß der Kuckuck was oder Trump Präsident wird. Und ist das jetzt Zufall oder wollen die mir was sagen? Und in dem Moment, wo ich jetzt für mich die Prämisse gesetzt habe, und die habe ich, die mag ja falsch sein, aber ich habe sie für mich gesetzt, dass Netflix Botschaften senden will, ein gewisses Denken bei den Zuschauern, für eine gewisse Richtung bei dem Zuschauer, sagen wir mal, Interesse wecken oder Verständnis wecken will. Und ich gucke mir sowas an wie Black Mirror, dann frage ich mich, was habt ihr eigentlich vor, Kameraden? Wie sieht die Welt eigentlich aus, die ihr habt? Naja, die wollen, dass man mehr Sachen bei Amazon kauft. Ihr seht das viel zu naiv. Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss. Ich wäre super glücklich, wenn es so wäre. Also ich glaube nicht, dass Black Mirror genau das auslösen will, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Ich sehe das eher als Kritik an den heutigen, an dem heutigen Fortschritt. Das sieht auf den ersten Blick aus wie Kritik, aber auf den zweiten Blick, ist es wirklich Kritik? Ist es wirklich Kritik? Black Mirror ist doch einfach so eine total zynische Science-Fiction-Serie, die halt das weiterspinnt ins Negative, was jetzt schon so ein bisschen passiert.
Ja, so sehe ich das, auch. Das gibt es doch schon ganz oft, auch in Büchern schon ganz lange. Das ist doch ein ganzes Genre. Habt ihr euch mal mit den Inhalten von gewissen Thinktanks, wo junge Menschen, sagen wir mal, aus Big Tech sitzen, was da so für Ideen diskutiert werden? Und wenn ich das vergleiche mit dem, was bei Black Mirror, sag ich mal, uns normalos als negatives Beispiel, Dystopie oder gar Warnung erscheint, wird da als interessante Idee diskutiert. Das meine ich damit. Das muss man natürlich wissen, wenn man sowas rezipiert. Und in dem Moment, wo man das weiß, verändert sich der Blick auf sowas. Das war die erste Stunde unseres heutigen Stammtisches, frei für alle Hörer des Podcast-Kompott-Kanals. Die komplette Folge gibt es für alle monatlichen Unterstützer ab $1 bei Patreon oder 1 Euro bei Steady.